Nein, nein, stopp, stopp, stopp. Hallo, hier ist Noel Okafor und ihr schaut einfach Fußball. Hallo, kommt rein. Heute zeige ich euch mal Einblick in meine tolle Wohnung. Und ja, ich nehme euch mal mit, die Reise. Das hier, das war das Tor gegen Wolfsburg. Und der Torjubel. Ich glaube, nachher, wenn wir nach oben gehen, seht ihr noch andere Fotos. Und auch im Gang. Ja, ich weiß, hat meine Mutter gemacht. Ich habe die ausgesucht und meine Mutter hat sie dann einfach aufgehängt. Habe gesagt, einfach eben, mach was du willst, wo du denkst, es passt. Und wenn ich mich so drauf sehe, wie ich ein Tor geschossen habe oder eine Trophäe bekommen hat und ich das jeden Tag sehe, ist das natürlich speziell, weil es auch ein bisschen so ein Ansporn und eine Motivation. Wenn ich jeden Tag in meine Wohnung laufe, sehe ich dieselben Bilder von mir. Geht nicht darum, um eigenverliebt zu sein oder so, aber ich glaube, man kann ja die Erlebnisse immer wieder in Erinnerung haben. Und ja, somit gehen wir jetzt zum Gästezimmer. Hier, wenn man reinkommt, ist gerade das Badezimmer mit Dusche und Bad. Wir haben alles aus Glas halt. Hier ist der kleine Gang und ja, das Gästebett. Der TV und ja, ich glaube, ziemlich simpel für ein Gästezimmer. Es braucht natürlich nicht viel. Keine Ahnung, wenn jetzt meine Eltern kommen, ein Spiel schauen, bleiben sie vielleicht ein, zwei, drei Tage, ja, vielleicht auch mal eine Woche. Bis jetzt hat sich jeder Gast hier wohlgefühlt. Jetzt gehen wir gerade ins nächste, zum Gamingzimmer und zum, ja, ist, kann man auch chillen auf der Couch oder wie gesagt auch mal schlafen oder so. Und ja, hier verbringe ich auch die ein oder andere Stunde, kann ich zocken und streamen. Wie ihr wisst, ja, ab und zu mit Eli und so streame ich oder zocke ich. Aber ich bin jetzt nicht so auf allen Spielen aktiv, sondern nur auf FIFA. Was ist mit deinen Fortnite-Ausflügen? Willst du dich verheimlichen? Nein, ab und zu habe ich jetzt mal Fortnite gespielt, aber das nur wegen Ihnen. Ich bin nicht so gut in Fortnite, aber ich spiele eben, wenn ich ein Spiel spiele und Zeit investiere, dann investiere ich in FIFA. Du spielst ja öfter auch mal gegen Leute, die man vielleicht schon als Pros bezeichnen kann. Das stimmt, aber... Wo siehst du dich da? Oft haben die Pros keine Chance gegen mein Pro-Controller, mit dem besiege ich alle. Hier ist auch noch ein Bild, das war das Spiel gegen Bulgarien. Habe auch ein Tor geschossen und das war das WM-Ticket für die WM 2022 in Katar. Und ja, jetzt gehen wir in mein Zimmer. Habe ich auch Dusche, Badezimmer halt auch, ist auch drin. Und hier mein Bett, wo ich halt immer schlafe und mich erhole. Ich kann gerade einschlafen. Ja, noch nicht bitte. Nach dem Training fischst du dann erstmal tot. Nach dem Training, ja, aber nach dem Spielen kann ich meistens nicht einschlafen. Hier ist mein Kleiderschrank. Seht ihr ein bisschen meine Klamotten, meine Jacke, meine Shirts, meine Schuhe. Ich bin eher ein Fan von Schuhen. Viele Schuhe, viele Dunks. Hast du da eine Lieblingsmarke? Ich finde zum Beispiel die Travis, finde ich eines der bequemsten, meine Lieblingsschuhe. Oder die Ben & Jerry's. Und auch diese hier, die Louis Vuitton Trainers. Finde ich sehr schön, sehr elegant und sehr bequem. Jetzt gehen wir nochmal durch den Gang und dann zeige ich mal das Wohnzimmer oben. Hier seht ihr die Bilder. Hier ist das Tor, das 1-0 gegen Bulgarien. Und hier das Dribbling gegen Wolfsburg. Und hier sind meine Trophäen. Ich glaube, das ist im Gruppenspiel gegen Wolfsburg, wo ich 2 Tore geschossen habe, war ich Man of the Match. Und das war das 1-0 gegen Sevilla, wo ich das Tor gemacht habe. Zum Einzug im Achtelfinale war ich auch Man of the Match. Und hier sind die Medaillen von der Meisterschaft. Cup, Liga. Und hier ist der Hattrick-Ball, wo ich gegen Tirol das 3 Tore geschossen habe. Was davon bedeutet dir am meisten? Ich glaube, die 2 Champions League, Man of the Match und von jetzt den Jungs, den SFV Jungs, als beste junge Spieler oder das beste junge Athlet in der ganzen Schweiz gewählt wurde. Gegen Wolfsburg war dein erstes Champions League? Champions League, das habe ich auch hier. Das waren die 64 Minuten. Ein sehr emotionaler und spezieller Moment, wenn man als Kind immer davon träumt, Champions League zu spielen und dann plötzlich das erste Tor erzielt und sogar noch gewinnt und sogar noch einen Man of the Match Pokal erhält. Und jetzt gehen wir hoch. Hier ist die Küche. Ich habe einen speziellen Ernährungsplan, den darf ich euch leider nicht zeigen, sondern hätte ich ihn euch gezeigt. Er ist sehr streng, kann ich euch sagen. Sehr gesund und auch ein bisschen anstrengend, weil es genau auf meinen Körper und auf meine Muskeln, auf mein Blut abgestimmt, in Gramm genau. Hier ist der Kühlschrank. Alles gesund, wie ihr seht. Sieht es mal mit Entgleisungen aus? Gönnst du dir auch mal was? Einmal in der Woche darf ich etwas essen, wo ich halt nicht im Plan steht. Meistens nach dem Spiel, wenn ich keine englische Woche habe, also wenn ich kein Spiel in Kürze wieder habe, sondern wenn eine Woche Pause ist, darf man was essen, wie eine Pizza oder Schokolade oder ein Dessert, sowas. Und ich glaube, nein, das ist gut, weil wenn man was erreichen will, muss man in allen Bereichen professionell sein.
Und wegen dem, glaube ich, ziehe ich das so durch. Hier habe ich ein Laufband. Das ist ein normales Laufband, funktioniert normal. Wenn ich zum Beispiel jetzt mal einen freien Tag mehr Belastung brauche oder so, kann ich das normal anmachen und laufen. Kann Musik spielen, gemütlich. Und hier, das brauche ich öfter, das Fahrrad. Das kann man halt für beides benutzen, für Regeneration, für die Muskeln. Kann man nicht viel falsch machen. Hier auf der Seite kann man einstellen. Das Gute ist, es hat noch hier Wind. Also es dreht so wie ein bisschen das Belüftung. Wie lange bist du hier jeden Tag? Hier nicht jeden Tag, aber so nach dem Spiel oder mal an freien Tagen. Ich glaube, so mindestens dreimal der Woche benutze ich das. Und hier ist noch der andere Teil der Wohnung. Ist eine gemütliche Couch, ein Couchtisch und ein TV, wo ich Fußballspiele schaue. Und ab und zu relax, chill. Fühlst du dich hier auch zu Hause? Ja, fühle mich auch zu Hause. Klar, in der Schweiz fühle ich mich mehr zu Hause, aber fühle mich schon richtig zu Hause. Hier ist noch die Couchtisch, die ist ein bisschen sehr speziell. Habe ich auf TikTok übrigens gesehen. Es hat einen Lautsprecher, eine Ladestation hat und einen Kühlschrank. Kannst du mal anmachen für den Sound? Nein, ich benutze das gar nicht, weil meine Box ist da hinten. Bisschen Afrobeat, bisschen Hip-Hop, bisschen vor allem. Was sagen deine Nachbarn dazu? Nix, die sagen nichts. Ich habe schon oft sie gefragt, ob sie was hören oder ob ich zu laut bin. Und sie haben gesagt, nein, passt schon. Und die hören, ich glaube, es ist gut so von der Lage her. Man hört, glaube ich, gar nichts. Oder vielleicht ein bisschen den Bass, wenn ich jetzt ganz laut aufdrehe, wenn ich das Laufband benutze. Rumschreie oder laut bin, zocke, Musik machen, hören die nichts. So, hier sind wir leider schon zu Ende mit der Wohnung. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts. Bis bald.